der Bildhauer und mache Skulpturen. Und die Fragestellung für mich ist immer, was kann eine Skulptur sein? Und die zweite Aufgabenstellung ist immer, wie kann man mit der Skulptur oder mit mehreren Skulpturen eine gute Ausstellung machen, die funktioniert. So charakteristische Arbeiten sind zum Beispiel eine Arbeit da vorne, Zeit ist keine Autobahn. Das ist ein Motorradreifen, der an die Wand gedrückt wird und von einem Elektromotor angetrieben wird und der sich während der Ausstellung langsam abreibt und aufbraucht. Und der Boden füllt sich mit Gummistaub. Da geht es darum, dass es eine relativ überschaubare, in der Größe relativ überschaubare Skulptur ist, mit der man aber einen ganzen Ausstellungsraum füllen kann, also sprich über den Geruch. Hier ist die Popcornmaschine mit dem Titel 1:43-47. Also die hat den Titel, weil sich die Oberfläche des Popcorns, wenn das Popcorn so aufspringt, ums 43-47-fache gegenüber dem Maiskorn vergrößert. Und die Arbeit macht diese Ausdehnung in den Ausstellungsraum durch zwei Aspekte so ganz deutlich. Einmal über den Geruch wiederum. Also so der ganze Ausstellungsraum wird sich mit diesem Geruch von frischem Popcorn füllen und natürlich mit dem Geruch von dem Reifen vermischen. Und während der Ausstellung wächst auch im Zentrum der Galerie so ein Popcornberg und visualisiert so diese Ausdehnung. Es geht natürlich auch so um die Vermischung und um so Symbiosen, die die einzelnen Arbeiten so untereinander eingehen, was mich natürlich auch immer total interessiert. Also und jede Arbeit führt da so ein Eigenleben. Hier dreht sich der Reifen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und hier breitet sich das Popcorn aus. Und hier fährt irgendwie der Lenker, was eigentlich auch wieder so eine komplette Ausdehnung so aus dem Galerieraum raus ist. Und ähnlich funktionieren eigentlich auch die zwei 16mm Filme. Also das ist einmal Loma. Da habe ich eine Blechhalle gesprengt, also die eigentlich wirklich so auseinander geflogen ist und mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt. In dem entstehenden Film in Zeitlupe sieht man aber nie die tatsächliche Explosion, sondern nur so die Ausdehnung von dem Material, von dem Blech. Und dann ist es so geschnitten und geloopt, dass man ein Haus sieht, was so permanent pulsiert und so atmet. Und eigentlich wird die Architektur fast zu so einem Organ oder zu so einem Herz, was so vibriert. Der zweite 16mm Film, da geht es auch wieder so um eine Ausdehnung. Das ist ein Schuss in eine Glühbirne und die Glühbirne wurde auch mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, während die so auseinanderfliegt und zerbirst. Und es ist eigentlich fast so ein Urknallmodell. Also ein Schuss in die Glühbirne, die fliegt auseinander und dadurch entsteht eigentlich so ein kleiner Kosmos. Und die eigentliche Arbeit sind die Solarkatzen. Also es sind 15 Katzen, die auf 5,50 Meter hohen Sockeln sitzen und in die Neonröhren in der Galeriedecke gucken. Da geht es eigentlich um so eine Komprimierung. Also es komprimiert sich so alles in den Köpfen der Katzen. Also eine Katze ist also unglaublich, so das introvertierteste Tier überhaupt, ist so in sich gekehrt, kann man irgendwie auch nicht dressieren oder so. Und ich fand es einfach ganz gut, so Punkte unter der Decke zu schaffen. So 15 Punkte, in denen sich alles so komprimiert im Kopf der Katzen, wo so deren eigener Film abläuft. Und dadurch eigentlich auch so zwei Ebenen in der Ausstellung. Einmal diese ruhige, fast meditative Ebene der Katzen so oben und unten diese Ebene, wo es so um die komplette Ausdehnung geht. Also sprich oben komprimieren, unten ausdehnen und unten sind eben so Reaktor, Motorradreifen, Lenker, Filme, Popcorn, was halt alles so sich vermischt und so einen eigenen anderen Kosmos schafft.